Hallo und herzlich willkommen zum fünften und letzten Teil meiner Videoreihe über den Bau einer oszillierenden Zweizylinder-Dampfmaschine. Ja, hier ist es also das gute Stück fertig montiert und bereit zum Probelauf. Und ja, jetzt kommt die Stunde der Wahrheit und wir werden sehen, ob das Teil so funktioniert wie geplant oder nicht. Den Probelauf werde ich nicht mit Dampf, sondern mit Druckluft machen. Ist im Prinzip ja egal, wo der Druck herkommt, aber mit Druckluft habe ich eben sehr genaue Kontrolle, mit welchem Druck der Motor betrieben wird. So, sieht gut aus, das ist jetzt ungefähr 0,25 bar, also ein sehr geringer Druck, mit dem der Motor läuft, woran man sieht, dass er auch einigermaßen leichtgängig ist. Und ich werde den Druck jetzt mal auf 0,5 bar erhöhen. Das wären jetzt 0,5 bar. Man sieht schon, dass der Motor natürlich wesentlich höher dreht. Jetzt sind wir bei 0,75 bar. Und 1 bar. Ja, und höher wollte ich den Motor jetzt nicht drehen lassen, bevor er eingelaufen ist, bevor sich die ganzen Gleitflächen zwischen Kolben und Zylinder vernünftig eingeschliffen haben. Aber alles in allem bin ich zufrieden. Ich hoffe, euch hat das Projekt Spaß gemacht. Es wird ein Folgeprojekt geben. Lasst euch überraschen, worum es da geht. Und bis dahin sage ich jetzt erstmal wieder Tschüss, euer Ralf.